Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo im Franchise-Mode. Ja, wir haben in der letzten Folge hier angefangen, unser Gepardengehege zu bauen. Und ja, haben wir natürlich noch ein kleines Schmankerl, dass wir hier das so sichtbar gemacht haben. Ich weiß aber gar nicht, ob die ins Wasser gehen. Geparden oder ob die es generell meiden. Gucken wir mal. Könnte ich die mit irgendwas... Muss ich gerade mal gucken. Wir wollen hier natürlich pflanzentechnisch... Das sieht soweit gut aus von der Umgebung. Stabiler Rückzugsort... Sind sie noch nicht ganz zufrieden mit. Das bauen wir aber eh noch komplett neu. Pflanzen. Haben wir Biome Afrika, Grasland und Kontinent Afrika. So, dann filtern wir mal danach. Biome, Grasland, Kontinent Afrika. Dass wir noch ein bisschen... Hauen wir da so einen Bollen rein. Der ist halt schon riesig, ne? Ich bin da eher... Gibt's kleinere Bäume, ja. Sowas, das finde ich dann schon angebrachter. Da können sie auch drin klettern. Denke ich mal, das ist ja dann auch kein Fehler. Ja, dürften sie nicht drüber kommen. So, Rohrschilf, das können wir schön hier unterbringen. Das macht sich da immer ganz gut. Streifen. Oh, zu viel. Zu viel an Bepflanzung. Da habe ich doch noch gar nicht so wirklich. Nee, die wollen nicht viel. Okay. Das ist dann halt so. Kleiner Elefantenbaum. Okay. Ein bisschen groß. Kann ja noch Brennnessel oder irgendwie so. Zumindest ein bisschen was. Was so noch akzeptiert wird von den... Ne, die war dann zu viel. Okay. Ja, mehr gibt's nicht. Aber wir können vielleicht noch ein bisschen Spielzeug, oder? Filter. Gepard. Spielzeug kann man ja nie genug haben. Unterstände brauchen wir noch. Die würde ich aber, wie gesagt, auch ganz gerne selber bauen. Was haben denn die für Temperaturbereiche? Wo stand denn das? Zoopedia? Oder übersehe ich das hier nur gerade? Lebensqualität ist gut. Zuchtbuch, Sozialverhalten. Müssen wir tatsächlich auf Zoopedia wohl gucken. Dann machen wir das doch. Mm. 8 bis 40 Grad. Okay.
Artendaten, Gruppengröße, partnerlose Weibchen 1. Partnerlose Männchen 1 bis 3 oder ein Männchen und ein Weibchen. Okay, also die sind auch eher, ja, stehen nicht auf große Gruppen. Ja, profitiert nicht davon, mit anderen sich einen Platz zu teilen. Das ist, glaube ich, ein Bug. Ich glaube nicht, dass das älteste Exemplar 254 Jahre geworden ist. Das halte ich für etwas arg übertrieben alt. Ja. So, dann können wir aber hier noch ein bisschen Deko machen. Das soll natürlich auch schick aussehen. Schicker. Frage ist, ob man da auch noch Fenster rein macht. Gucken wir gerade mal. Barriere bearbeiten. So wollte ich das nicht. Machen wir auch noch Fenster rein, ne? So, ja, dann könnt ihr da nämlich auch noch mit reingucken. Das ist kein Fehler. Hier können die im Moment gar nicht lang, weil hier sind dann noch die Tierpflegerhütten, die wir bei Sowie auch noch schöner gestalten müssen. Dann haben wir hier noch, da würde ich vielleicht auch noch mal so einen stabilen Rückzugsort irgendwie hinbauen. Muss gerade mal gucken, wo könnt ihr denn überall hin? Das wäre ja auch noch die Frage, ne? Gehege, da können sie überall hin. Okay. Also offenbar gehen die auch ins Wasser. Das wäre ja schön. Oder auch nicht. Ihr seid ja keine Schwimmkatzen, ne? Vielleicht muss ich es auch nochmal, dass wir hier dann andere Tiere reinmachen. Welche, die schwimmen gehen, weil so ist das natürlich witzlos. Gucken wir mal. So, wir haben Forschung abgeschlossen. Weiter. Veterinärforschung. Haben wir die Vogelspinne? Da würde ich jetzt ganz gerne, aber die können wir weiter. Und dann haben wir hier die Geparden nämlich auch noch. Dann könnten wir anfangen, Medizin. Nicht, dass hier noch einer krank wird. Stromquelle versagt. Techniker rufen, bitte. Tier ist gestresst, da können wir aber gerade mal gucken. Gabel, oh, wir haben Besuch. Sagen wir natürlich Hallo. Hallo. Und Hallo. Da steht er in der Schlange. Genau, ich wollte gucken wegen den Gabelböcken. Dass wir da tiertechnisch nicht zu viele Tiere haben. V. Die sind alle noch jung. Bongos, haben wir zwei Weibchen, das geht klar. Spinnen können wir mal wieder welche verkaufen.
So, dann haben wir ein Weibchen und ein Männchen. Passt. Schlangen haben wir auch zu viele. Abgottschlangen, die mögen das auch nicht, wenn die zu so vielen sind. Sie verkaufen wir mal und sie verkaufen wir mal. Pfau geht wie gesagt noch. Der ist aber noch alt. Beide sind schwanger, beide Bongos, okay. So, hier müssen wir es bei den Gabelböcken mal gucken. Da mal ein Weibchen, ein Männchen. Der ist noch jung. Okay, bei denen geht das klar. Weibchen könnten wir höchstens mal abgeben. Können wir in die Freiheit entlassen. So, freilassen. Da haben wir auch wieder ein paar weniger. Geparden, passt. Von den Goliath-Vogelspinnen können wir auch mal welche verkaufen. Ein Weibchen, ein Männchen, da behalten wir auch nur zweimal. So, die schicken wir auch ins Handelszentrum. Tierverwaltung ist auch immer viel zu tun, ne? Der ist noch zu jung, aber den müssen wir dann auch bald verkaufen. Texas-Klapperschlange haben wir auch zu viele. 0,0 Jahre. Ist aber jung. Verkaufen wir die zweimal. Habe ich jetzt irgendein Tier zu viel weggeschickt? Naja, gucken wir nachher nochmal. Ist ja nur ins Handelszentrum gegangen. So, Warzenschweine. Die sind noch zu jung. Haben wir nur zwei erwachsene Tiere und das ganz alte hier. Okay, passt. Veterinärforschung abgeschlossen. Technikforschung abgeschlossen. Das geht soweit klar. Da können wir auch nochmal. So, Vivarienhandel. Da können wir hier mal alle verkaufen. Die wir hier haben. Geht nicht. Warum geht das nicht? Ich kann nicht alle abwählen, ich kann nur alle anwählen. Okay. Ist sie zu alt oder was? Warum gingen denn alle nicht? Mehr als drei gleichzeitig kann ich nicht, okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Tier verstorben. An Altersschwäche, okay. Das ist akzeptiert. Tierhandel. Haben wir da irgendwelche hier drin? Na, nicht für... Passt. Jetzt kann aber gerade mal gucken, ob wir vielleicht eine interessante Tierart hier finden. Gibt es Herausforderungen? Community-Herausforderungen? Stell dir diese Streifen rein. 25.000 Steppenzebras züchten. Geht nur noch 14 Stunden. Das schaffe ich heute eh nicht mehr. Okay. Das heißt, wir können auch nach anderen Tieren gucken. Tolle
Thomson-Gazelle. Gorilla? Die sind halt teuer wieder, ne? Zoopedia. Welche Gruppengröße hätten die denn gerne? Die brauchen Bäume, ja. Artendaten, Gruppengröße. 3 bis 6. 3 bis 1, das macht keinen Sinn. Gucken wir einfach mal hier, ne? Bonobos. Ich hätte auch gern was, vielleicht würde ich dann die Dings nochmal umsiedeln. Da brauchen wir halt irgendwas mit Wasser. Chinesisches Schuppentier. Erdferkel, Flusspferde. Die bräuchten halt deutlich mehr Wasser. Also wie wir da jetzt haben, das ist dann auch wieder doof. Die brauchen auch eher viel Wasser und weniger Land. Grizzlybär. Pandas, Inselleguan. Isabellbär. Kaffernbüffel. Die brauchen viel Land und... die wären vielleicht was, ne? Machen wir da Kaffernbüffel rein. Das wäre noch was. Was für Gruppengrößen haben denn die? 3 bis 15. Das klingt doch auch nicht verkehrt. Dann gucken wir mal nach Kaffernbüffel. Tierhandel wollte ich eigentlich. Die Kaffernbüffel. Wo seid ihr denn? Da, und dann machen wir den mal weg. Affen brauchen wir definitiv auch noch. Hoi, holla die Waldfee. Ja, da würde ich dann sogar ich kann nur Weibchen kaufen. Keine Männchen. Oh. Warzenschwein. Wo seid ihr, Jungs und Mädels? Vor allen Dingen Jungs. Genetik. Der ist besser, das heißt, er kommt weg. Ich lasse mal frei. Bevor das hier Stress gibt. Tiere werden um Alpha-Status kämpfen. Oh, haben wir da ein Männchen dazu gekriegt? Das machen wir aber besser hier. Das machen wir besser hier. Der ist erwachsen. Ja, und der ist auch erwachsen. Gut, du kommst frei. So, dürfte die Problematik beseitigt sein. Ein Männchen, die sind noch zu jung. Passt. Warzenschweine. Oh, da haben wir noch mehr Männchen. Dann machen wir die zwei auch mal weg. So, kein erreichbares Forschungszentrum.
Habe ich hier keins? Tierpfleger. Da. Ja, da müssen wir hier auch noch mal eins hinbauen, ne? Ne, da ist doch eins. Warum nimmst du nicht das? Der will mich hier wohl auf den Arm nehmen, oder? Veterinärforschung abgeschlossen. Jo, passt. Dann sehe ich, ist die Zeit auch schon wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir jetzt noch nicht so ganz viel gemacht haben. Das müssen wir auch noch schicker gestalten hier. Da muss ich auch nochmal gucken, wie. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.